Hallo Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal und Leon Family and Fun. Und heute machen wir mal ein Haul. Mini-Haul. Mini-Haul, weil wir haben bei DM wieder eingekauft. Ich weiß teilweise gar nicht, was ich da bezahlt habe, weil sie ist selbstständig rumgegangen und hat gesagt, Mama, ich brauche ein paar Sachen. Ich habe meine Sachen zwischendurch immer nur in den Wagen reingeräumt. Also ich bin sehr gespannt, was du da schon wieder alles genommen hast. Naja, fangen wir mal an. Ich habe mir die Tüte hervor. Okay. Das ist Teebaumöl. Das ist, wurde von Empfehlung von TikTok, wenn du das halt auf das Teebaumöl auf das Wattepad machst. Das Wattepad? Ja, ne? Einfach auf ein Wattepad machst. Und das dann halt so tupfst, dann soll das halt richtig gut sein, auch für Unreinheiten, glaube ich. Und das australisches Teebaumöl. Original. Dann das. Dann das hier, weil meine Haut ist sehr trocken. Und dann brauche ich halt so kleines so Feuchtigkeitsspendendes und ja, ein Aquaserum. Mighty Patches. So, Pickle Patches. Von Hero. Von Hero. Da sind die Invisible. 4 Euro irgendwas. Ich habe original 4 Euro dafür bezahlt. Mama, die größere Packung würde 10 Euro kosten. Also da gucke ich, guck ich nach. Also, wo ist der Bon? Ich finde den Bon nicht. Das ist ja wohl wirklich... Die sollen gut sein. Hier. Ah, die habe ich mir ausgesucht. Ah ja. Bodylotion, Parfum. Da war ein Ständer an der Kasse und dann habe ich gedacht, ach, der riecht richtig gut. Das riecht so ein bisschen orientalisch. Hier steht Glamorous Moment. Das riecht so ein bisschen hier nach dem Sol de Janeiro. Nicht mal? So ähnlich. Oh nee, das riecht schon intensiver. Das riecht intensiver, aber das riecht so ähnlich. Ähnlich. Das riecht nicht so intensiv wie das, aber es riecht auch gut. Wobei ich das mal ausprobiert habe, den Sol de Janeiro. Das riecht schon heftig den ganzen Tag, ne? Mhm. So. Dann habe ich mir hier noch was ausgesucht. Und zwar gepufften Dinkel. Ich nehme mir die mal, ich weiß nicht. Kennt ihr es mal, ich weiß nicht. Kennt ihr es mal, ich weiß nicht. Kennt ihr Snacks? Die schmecken ja sehr süß. Also die sehen eigentlich genauso aus. Sind aber sehr süß, weil da so viel Honig drum ist. Und ich kaufe mir die immer. Ach, die hier steht auch mit Honig gesüßt. Aber die sind wirklich gar nicht süß. Die hole ich mir immer im DM, weil ich die mit Dinkel vorher... Ich weiß nicht, ich finde die woanders immer nicht. Und deswegen, ich mag die. Dann ist ja auch wieder was für mich. Ich habe mir eine, weil ich immer von Balea dieses Plex Shampoo auch nehme, habe ich mir jetzt eine Plex Care Spülung geholt. Die sind das richtig ist die gut. Günstige Variante von Olaplex. Ganz genau. Und das ist wirklich, das ist fast genauso, weil wir hatten ja auch mal die Olaplex, wir hatten ja mal die Olaplex-Sachen. Und da merkt man wirklich fast ist keinen uns Unterschied. Ist übrigens auch von meiner Freundin die ist empfohlen worden. Und die sind wirklich gut, die Sachen. So. Fährst du in Urlaub, oder? Ja. Also das ist Sonnencreme, die 50er. Die hast du dir geholt, weil morgen 26 Grad angesagt sind. Natürlich. Ne? Und weil auf TikTok gesagt wurde, dass es besser sein soll, wenn du halt Sonnencreme benutzt, weil das die Hautbarriere schützt. Mhm. Und als Bodylotion. Auch fürs Gesicht. Das steht ja auch für Gesicht. Ideal für Gesicht. Also, ja, auf jeden Fall. Bitte, Leute, schmiert euch nicht zu viel ins Gesicht. Das habe ich mir nämlich mal gegönnt. Oh, das ist sehr gehypt. Da stand Highlighter. Das ist sehr gehypt und Mama wusste nicht, dass das im Hype ist. Und die Mama kauft manchmal Sachen, die im Hype sind, aber dabei weiß sie gar nicht, dass die im Hype sind. Und das hier, das ist wirklich, das ist ein Charlotte Tilbury. Ist mir auch total egal. Das ist ein Charlotte Tilbury Dupe, glaube ich. Das ist Baby Got Glow. Dann kann es nur gut sein. In der Farbe 2.0 Rose and Shine. Probier wirklich mal aus. Oh mein Gott, was machst du denn? Geht das jetzt echt einfach trocken? Ich hab Angst.
Drück mal drauf. Halt mal still. Ich sehe schon was. Und nicht so viel. Weiß nicht, sieht man das? Hm? Luisa, Luisa! Dann habe ich mir, die kaufe ich mir immer, die kleinen. Haben wir das schon gezeigt? Oh nein. Das hier, wir haben einen Primer noch gekauft. Also ich, also Mama. Also ich habe ihn bezahlt. Ja. Aha, ein Partner-Primer. Ja, für uns beide kann man uns. Aha, okay. So, also ich habe mir die kleinen Deos gekauft. Die stecke ich mir immer in der Handtasche oder lasse die im Auto oder wie auch immer. Finde ich immer ganz cool, die so, diese kleinen Dinger so dabei zu haben. Sie ganz oft auch im Sportbeutel. Ja, die holen wir uns auf jeden Fall immer, ne? Auch in dieser Abteilung, wo es diese kleinen, ja, Proben oder das sind ja auch so Reisegrößen. Also gibt ja immer so einen Stand. Kurz vor der Kasse meistens. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier Deo, Duschgel und was ist das? Bodymilk geholt für Papa. Für Papa, weil der fährt ja auch bald wieder in die Türkei. Dann. Entschuldigung. Haben wir ein Schnäppchen gemacht. Ein dickes, fettes Schnäppchen. Die sind ja eigentlich immer doppelt so teuer. Richtig, doppelt so teuer. Und ich habe extra nachgeguckt. Ja, das ist halt eine... Nur weil Ostern vorbei ist, haben sie es runtergesetzt. Weil ist halt eine Limited Edition. Und weil da Easter Bunny drauf ist. Achso, das ist eine Haarmaske mit einer Haube. Also so eine Duschhaube. Und das soll nach... Verza. Aber da steht hier, Barefoots. Keine Ahnung. Das ist ja die Marke. Glaube ich. Oh my God. Glaube ich. Oh Gott, wie blöd. Augenpatches. Augenpads meine ich, nicht Patches. So, und hier auch ein Deo-Roller. Habe ich auch noch mitgenommen. Achso, und Seife. Seife habe ich mitgenommen, einfach fürs Badezimmer, weil was braucht. Richtig gut. So. Ich hoffe. Ich habe Ginger Lemon genommen, Ingwer Zitrone. Jetzt sag nicht, riech doof. Das riecht komisch. Was ist denn für die Hände? Das riecht komisch. Aber Hände müssen ja gut riechen. Ach, das riecht schön fruchtig, wirklich. Ich find's gut. Für jetzt oder für den Augenblick sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Es sollte nur ein kleiner Mini-Vlog sein, wie von unserem kleinen Mini-Hall. Mini-Haul. Aber es ist auch schon wieder viel zu viel geworden. Irgendwie kauft man mehr, als man will. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.